Weit weg von der Zivilisation, in der Welt der Bären. Das ist Alaska, das ist die Welt von David Bittner. Da weiß man wirklich nicht mehr, was man soll sagen. Das ist einfach unglaublich. Seit 13 Jahren reist David Bittner immer wieder nach Alaska, lebt für einige Monate unter den Bären, beobachtet, fotografiert und filmt sie aus nächster Nähe. Es gibt das einzelne Bären, da ist so ein Vertrauen da. So ein gutes Kennenlernen über all die Jahre, da denke ich, kann man sogar wirklich auch schon fast von einer Beziehung reden. Ja. Und doch, ein Elektrozaun umspannt das Zelt von David Bittner während seiner Expeditionen in Alaska, um sich und sein Material zu schützen, obwohl er viele der Bären von klein auf kennt und ihnen Namen gibt. Die Luna ist natürlich ein sehr spezieller Bär. Es ist ein kleiner, grosser Hund, da fühlt man sich auch physisch nicht so unterlegen wie bei anderen Bären. Und dort ist der Versuch sicher sehr gross, die Hand auszustrecken, um sie nachher auch zu streicheln, das kuschelige, weiche Fell. Aber es ist halt eines von diesen Prinzipien, eine Art symbolische Grenze, die ich nicht möchte überschreiten. Es sind trotz allem immer noch Wildtiere. Wildtiere, die bis zu 800 Kilogramm schwer und 3,5 Meter groß werden. Hier im Katmai-Nationalpark, im nördlichsten Teil des amerikanischen Kontinents, leben so viele Braunbären wie nirgends auf der Welt. Der direkte Kontakt mit den schnellen Raubtieren ist gefährlich. Also wenn man die Aufnahmen sieht, von mir sehr nah neben einem Bär, ist es ganz wichtig, dass man weiß, dass es eben Bären sind, die ich seit Jahren, manchmal schon seit 10 Jahren, kenne. Da ist ein gegenseitiges Vertrauen da. Vor allem auch ein Vertrauen von ihnen mir gegenüber, dass sie überhaupt sich so nah zu mir antrauen. Und genau gleich vertraue ich halt ihnen auch in diesen Situationen, dass da jetzt nicht plötzlich von der einen auf die andere Sekunde etwas Schlimmes könnte passieren. Also der Pfefferspray, den ich auch bei mir trage, ist da nicht vor der Nase vor ihnen. Und ich fuchtle den da rum, da bin ich eigentlich relativ auch entspannt. Aber es ist für mich wie eine andere Welt, wenn plötzlich ein Bär daherkommt, den ich eben nicht kenne. Eine andere Welt ist auch die Welt zu Hause, im Kanton Aargau, fast 10.000 Kilometer von Alaska entfernt. Hier arbeitet David Bittner als Fachspezialist Fischerei. Über seinen Beruf ist der Abenteurer nach Alaska zu den Bären gekommen. Obwohl sein Lebensmittelpunkt längst im Aargau ist, ganz loslassen kann David Bittner die Bären nicht. Die wichtigsten Bären im Moment in meinem Leben sind natürlich meine 3 Mädels daheim. Aber die anderen sind sicher auch wichtig und ich freue mich natürlich sehr auf den Moment, meiner ganzen Familie, vor allem meinen 2 Töchtern, die es noch nicht kennen, die Welt der Bären irgendwann zu zeigen. Eine Welt, deren Fäden in der Schweiz zusammenlaufen. In einem Atelier in Bern bearbeitet David Bittner mit einem Freund das gesammelte Bildmaterial aus Alaska, mittlerweile hunderte von Stunden. Und jetzt, wenn du die Schnaufe holen kannst, das wäre so die beste. Seit der Geburt seiner Töchter sind die Reisen zu den Bären weniger geworden. Die Begegnungen mit den sympathischen Riesen möchte David Bittner aber nicht missen. Er ist wirklich mit Abstand mein Lieblingsbär hier an der ganzen Küste in der Wildnis von Alaska. Lange muss David Bittner nicht mehr auf seine Bären warten. Schon nächsten Sommer reist er wieder nach Alaska.